Das ist ein Laptop, Leute. Ja. Ist das geöffnet? Leute, dann versuchen wir mal. Okay. Oh mein Gott. Leute. Leute, hier kommen einfach zwei Textdokumente raus. Am Halloween. Was ist groß, wo dort Kinder spielen können? Wann gehen alle am Schlafen? Finde heraus, dann weißt du, was zu tun ist. Viel Erfolg. Was ist groß, wo dort Kinder spielen können? Ist das ein Trampolinhalle oder so? Doch, Leute, ein Spielplatz. Meint ihr jetzt wirklich, es soll abends oder wenn es dunkel ist, zum Spielplatz gehen am Halloween? So, Leute, soll ich wirklich abends oder wenn es dunkel ist, zum Spielplatz gehen am Halloween? Aber ich weiß nicht, was mich dort erwarten wird. Wenn ich jetzt dahin gehen soll, dann springt den Daumen nach oben, dann gehe ich dahin. Und Leute, soll ich, jetzt schon eine Frage, soll ich diesen Laptop behalten oder muss ich es ihm zurückgeben oder keine Ahnung, weil ich weiß gar nichts. Soll ich das behalten? Und Leute, woher weiß der, was alles über mich seit meiner Geburt? So, Leute, gleich ist es dunkel und gleich gehe ich zum Spielplatz. Und heute ist sogar noch Halloween. Also erstmal an alle Happy Halloween. Und ja, es ist gleich dunkel, gleich gehe ich zum Spielplatz. Mal sehen, was mich dort erwarten wird. Vielleicht muss ich wieder was suchen oder vielleicht passiert etwas. Aber egal, wir gehen gleich raus. In meinem letzten Video habt ihr ja gesehen, ich habe einen Laptop von den Game Master bekommen und da stand so zwei Fragen. Einmal, was ist groß, wo dort Kinder spielen können und was ist, also beziehungsweise wann gehen alle am Schlafen? Das bedeutet halt, wenn es dunkel ist, gehen alle am Schlafen und Spielplatz bei diesen anderen Frage. Das bedeutet, ich muss, wenn es dunkel ist, zum Spielplatz gehen. Das ist meine nächste Aufgabe. Und mal sehen, was mich dort erwarten wird. Und Leute, ich habe mich entschieden, ich behalte diesen Laptop. Er bekommt das nie zurück. Never ever bekommt er das zurück. Aber egal, wir gehen jetzt oder beziehungsweise gleich raus. So, Leute, ich gehe jetzt. Ich bin auf dem Weg zum Spielplatz. Ich habe ehrlich gesagt Angst, weil im Dunkeln am Halloween rauszugehen, man weiß nie, was da passiert. Aber egal. Hier sind noch Leute, zum Glück. Hier kann mir nichts passieren. Aber danach beim Spielplatz sind dann so viele Leute. Weil ich kenne diesen Spielplatz. Der Spielplatz ist in meiner Nähe. Und ich gehe auch, als ich klein war, immer in diesen Spielplatz. Aber da sehe ich nicht so oft Leute. Naja, egal. Jeder guckt mich an. Aber egal, ich gehe jetzt, Leute. So, Leute, ich bin jetzt in den Spielplatz und ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich suche erstmal und ja, wo soll ich anfangen überhaupt? Soll ich hier anfangen? So, Leute, wenn ihr irgendetwas seht, dann sagt mir Bescheid unten in den Kommentaren. Aber ich denke nicht, dass ich hier irgendetwas sehe. Hier hinter dem Baum? Nee. Ich glaube, ich gehe mal weiter zu den Schaukeln. Ja, zu den Schaukeln ist es am besten, weil da konnte man auch richtig gut was verstecken. Oder so hier an der Rutsche. Hier an den Schaukeln. Nee. Oh mein Gott, nachts im Spielplatz. Hier an der Rutsche. Oder so. Nee, auch nicht. Wie soll ich jetzt das machen? Hier zum Beispiel. Hier konnte er auch was verstecken. Seht ihr irgendetwas? Es kann sein, dass ich etwas übersehe. Oder so. Seht ihr was, Leute? Schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr was seht. Ich gehe jetzt mal auch hier hin. Aber ich denke nicht, dass hier irgendetwas ist. Nee. Hier unten denke ich auch nicht. Hier in diesem Babyschaukel. Da könnte auch was sein. Nee, auch nicht. Nein. Hier. So, Leute. Ich habe mein Handy verloren. Also mein anderes Handy. Wo ist das? Leute, ihr könnt mich nicht sehen. Ich weiß es aber. Ich weiß nicht, wo mein Handy ist.
Ich hab's irgendwie verloren. Ich suche es jetzt überall, aber ich weiß nicht, wo mein Handy ist, Leute. Wo ist das? So, Leute, ich finde nirgendwo mein Handy. Aber ich glaube... Oh mein Gott, wer ist das? Scheiße. Ey, Leute, ist das der Game Master? Leute, das ist der Game Master. Gib mein Handy. Leute, der rennt. Ich muss eine Maske abziehen. Oh mein Gott, Leute, der Game Master war da, diese Person, der war einfach da, er hat mir mein Handy und so zurückgegeben und Leute, er hat sogar noch einen Schlüssel gegeben, aber was hat das Schlüssel zu bedeuten oder sonst irgendetwas? Wohin führt mich das Schlüssel hin und das ist mein Handy, der hatte mein Handy einfach. Und ich wusste, dass er mein Handy hatte. Und jetzt, ich habe auch noch das Schlüssel bekommen. Wohin führt mich das Schlüssel? So, Leute, wir haben den nächsten Tag. Heute ist der 1. November. Und heute gucke ich nochmal in den Laptop, mal sehen, ob eine Information über diesen Schlüssel gibt, was der mir gegeben hat. Ich weiß nicht, wohin dieser Schlüssel führt. Es sieht ein bisschen als... Keine Ahnung, als kenne ich diesen Schlüssel. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat oder wohin mich das führt. Leute, ist das eine nächste Challenge oder so? So, Leute, ich sitze jetzt vor dem PC und ich gucke jetzt mal durch den Dokumenten und so. Aber ich finde halt nirgendwo was. Ich durchsuche jetzt auch nicht. Ich gucke einfach jeden Ordner, den es hier gibt. Aber es gibt nur einen Ordner namens Game Master und das hat mir auch letztens durchgesucht und alles haben wir da gelesen. Und der Rest gehört einfach zu den Laptop, wie zum Beispiel hier bei Fotos und Videos. Wenn ich da draufklicke, man sieht nichts. Also da gibt's nichts als Video oder als Foto. Leute, habt ihr eine Ahnung, wohin mich das Schlüssel führt? Hier steht so welche Zahlen und Buchstaben, die ich jetzt nicht sagen kann. Aber, Leute, das sieht so sehr ähnlich aus, als kenne ich diesen Schlüssel. Wohin führt mich dieser Schlüssel hin? Wohin? Na egal, Leute, ich mach mal den Laptop zu. Und ich weiß jetzt ehrlich nicht, ob ich den Game Master anschreiben soll. Vor allem, Leute, dieser Game Master sah mir so jung aus, als wäre er 18 oder so. Habt ihr eine Ahnung, wie alt der sein könnte? Ich meine, es war dunkel und ich habe nicht alles von denen gezeigt. Aber nach seiner Größe her und er war so schnell, Leute, er war so richtig schnell. Er muss 18 oder sonst irgendetwas sein. Ich denke nicht, dass er 50 ist oder so. Oder keine Ahnung. Aber ich habe den gesehen. Der war hinter mir. Er hat mich verfolgt. Am Halloween habe ich ihn einfach gesehen. Ich konnte seine Maske nicht abreißen. Boah, das ist scheiße daran. Ich wünschte, ich könnte einfach deine Maske abreißen, aber es ist einfach ganz einfach. Ich habe keine Hautfarbe, keine Haare von ihm, nichts. Er war komplett bedeckt. Komplett. Wie geht das einfach? Also hätte ich ein Haar vielleicht gesehen, da hätte ich eine Ahnung und ich hätte auch einen Hinweis, wie er sein könnte. Es kann sein, dass er blond ist oder braun oder schwarze Haare oder blaue Haare hat, keine Ahnung. So, Leute, ich habe eine Ahnung. Beziehungsweise ich habe eine Vermutung und ich hoffe, das ist nicht so. Ich denke, dieser Schlüssel gehört zu meiner Wohnung. Ich weiß nicht, also ich habe schon eine eigene Wohnungsschlüssel, aber vielleicht hat der noch eine davon, damit der Zugriff zu meiner Wohnung hat. Und Leute, wenn es wirklich so ist, dann ist es jetzt schon klar, wie er reinkommen konnte und diese Maske von meinem Zimmertür legen konnte. Vielleicht hat er irgendwas noch hier gemacht. Dann muss ich die Wohnung nochmal durchsuchen oder so. Ich guck mal jetzt, ob das wirklich zu meiner Wohnung passt. So, Leute, ich versuche es.
Nein, das passt nicht. Okay, dann versuche ich das hier. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute. Dieser Schlüssel passt zu meiner Wohnung.